Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem etwas anderen, ganz entspannten Video heute. Einfach mal so für zwischendurch. Ich dachte mir, nachdem wir gestern so ein riesengroßes Thema hatten, übrigens vielen lieben Dank dafür, dass so viel Rückmeldung von euch zu diesem Thema kam. Hätte nicht gedacht, dass das so viele von euch interessiert, beziehungsweise dass so viele von euch eine Meinung dazu haben und auch wirklich etwas dazu sagen möchten. Also vielen lieben Dank für das, was da gestern alles zurückgekommen ist. Da dachte ich mir, heute gehen wir das Ganze einfach mal ein bisschen geschmeidiger an, denn es gibt eine kleine oder vielleicht gar nicht so kleine, es gibt eine wichtige Neuigkeit und zwar gibt es ein bisschen neues Equipment. Es gibt eine neue Kamera für den Kanal und ich dachte mir, vor allem auch, weil viele von euch das immer mal wieder im Livestream gesagt haben, viele von euch das auch immer ab und zu mal wieder in die Kommentare schreiben, dass ich doch einfach mal ein bisschen was darüber erzählen soll, wenn es neues Equipment gibt, was es für neues Equipment gibt. Und ich dachte, das kann ich heute einfach mal ganz gut machen. Ich bin heute Morgen aus Frankfurt wiedergekommen. Ihr merkt schon, in den letzten Tagen ist da echt viel hin und her gefahren, viel an verschiedenen Orten, viel durcheinander. Das wird auch wieder besser, versprochen. Aber jetzt gerade ist halt echt eine ganze Menge los. Deswegen passt das heute mit diesem Video, glaube ich, tatsächlich ganz gut. Die Kamera ist tatsächlich gerade erst angekommen, kam gerade erst mit der Post. Ich wollte sie gleich mal zusammen mit euch auspacken. Ich bin jetzt natürlich nicht so wahnsinnig der Unboxing-Profi und auch nicht der Kamera-Profi, der euch jetzt so wahnsinnig viel erklären kann. Aber vielleicht ist das ja für den einen oder anderen von euch interessant. Ich habe also nicht so viele tolle Luftfahrtinformationen heute vorbereitet. Das muss der liebe Hund heute ein bisschen rausreißen. Ich hoffe, das funktioniert auch so, wie ich mir das vorgestellt habe. Naja, auf jeden Fall, die meisten von euch haben wahrscheinlich gar nicht mehr so richtig vor Augen, dass der Kanal hier ja mit einer Kamera angefangen hat oder mit der Kamera angefangen hat, mit der wahrscheinlich so gefühlt fast jeder andere YouTube-Kanal vor 6, 7, 8, 9, 10 Jahren auch angefangen hat. Und zwar mit der Canon EOS 600D, mit einer ganz einfachen Spiegelreflexkamera von Canon. Und das war eigentlich so damals das Basismodell, was man sich da irgendwie besorgen konnte. Das hatte gefühlt irgendwie jeder, der sich für Fotografie oder für Videografie mit Spiegelreflexkameras damals schon interessiert hat. Und das hat auch wahnsinnig gut funktioniert. Also die Kamera war ganz toll und einfach zu bedienen und hat einem einen super Einstieg in diese Thematik gegeben. Aber das, was man dann da rein visuell rausbekommen hat, das, was man da dann als Ergebnis veröffentlichen konnte, das, was ich als Ergebnis hochladen konnte, das war rein visuell nicht sonderlich beeindruckend. Also die Qualität war ganz einfach nicht so schön. Die konnte damals Full HD mit 30 Bildern pro Sekunde, glaube ich, maximal aufnehmen. Und es ist cool, aber es sah einfach nicht super gut aus. Tja. Und dann bin ich irgendwann vor 2,5 oder knapp 2 Jahren, meine ich, auf Sony-Kameras umgestiegen. Ganz einfach, weil mich das sehr beeindruckt hat, was man von diesen Kameras im Internet sehen konnte. Und ganz einfach, weil das Portfolio bzw. das Line-up, welches Sony den Leuten, die sich für Videografie mit solchen Kameras bzw. für Fotografie interessieren, was sie den Leuten an die Hand geben, das ist sehr umfangreich. Und das scheint auch ganz toll bei vielen anderen Leuten zu funktionieren. Deswegen dachte ich mir, da bin ich vielleicht auch gar nicht so schlecht aufgehoben. Und ich habe es auch selbstverständlich überhaupt nicht bereut. Also die Kamera, mit der ich bis jetzt filme und mit der ich heute wahrscheinlich zum letzten Mal filme, die aber ganz tolle Dienste geleistet hat und glaube ich auch echt in Ordnung aussieht, das ist jetzt gerade die Sony Alpha 6300. Auch das ist somit das Basismodell aus dem Level an Equipment, was man so haben kann. Aber sie macht ganz einfach auch einen guten Job, das kann man gar nicht anders sagen. Die Kamera hat so ein paar Features, die wirklich interessant sind. Man kann in Bildprofilen filmen, man hat die Möglichkeit, also so in so abgeflachten Profilen filmen, man hat die Möglichkeit, ein wichtiges Sony-Feature zu nutzen. Und zwar nimmt diese Kamera intern in 6K-Auflösung auf und führt dann so ein Downsampling intern durch. Das heißt, man nimmt das 6K-Bild, macht daraus eine 4K-Auflösung und speichert das dann als 4K-Material ab, was einfach dafür sorgt, dass diese Kamera eine wirklich beeindruckende Schärfe erreichen kann. Und die Kamera habe ich lange benutzt mit dem Kit-Objektiv, was mit der Kamera dazu geliefert wird. Das ist das 16 oder 18 bis 55 mm, meine ich. Ist natürlich, ja, sehr günstige, ist halt einfach die Basislinse, die man für diese Kamera bekommen kann. Vor ein paar Wochen gab es jetzt ein neues Objektiv dafür und zwar auch wieder ein Basisobjektiv, aber auch wieder eins, was ganz toll funktioniert und zwar von Tamron, das 28 bis 75 mm durchgehend 2,8er Blende Objektiv. Und das ist eben ein Objektiv, das auch für Vollformatkameras funktioniert. Die Kamera, auf der das Objektiv jetzt drauf ist, auf der Sony Alpha 6300, das ist eine Kamera mit einem sogenannten APS-C-Sensor.
Und daher war jetzt der logische nächste Schritt für mich, was Qualität und also was Videoqualität und was ja einfach Equipment angeht. Ich wollte endlich eine Vollformatkamera haben und die gibt es jetzt endlich. Und das ist die neue Kamera, die ab heute benutzt wird, und zwar die Sony Alpha 7 III. Und jetzt denken sich einige von euch wahrscheinlich, ey, die Kamera, die gibt es doch echt schon ewig. Und da habt ihr auch absolut recht, die gibt es schon eine ganze Weile. Ich meine, die kam letztes Jahr oder Anfang letzten Jahres, vielleicht sogar schon Ende vorletzten Jahres, aber da bin ich mir gar nicht so sicher. Auf jeden Fall das Sony Alpha 7 Lineup, die Sony Alpha 7 Vollformatkameras, fand ich immer wahnsinnig interessant, weil sie einfach bei vielen anderen YouTubern gut aussehen, gut funktionieren. Und es gibt dann ja immer die Alpha 7 als Basisvariante, dann die Alpha 7R, wo man dann sagt, okay, die ist ein bisschen mehr für Fotografen geeignet, und die Alpha 7S, der man eher nachsagt, dass sie deutlich besser für Videografen geeignet ist. Und jetzt warten alle, die sich für die Alpha 7S-Reihe interessieren, schon Ewigkeiten auf die Alpha 7S III, die dritte Variante der Alpha 7S, aber die kommt einfach nicht. Mittlerweile kam die Alpha 7R 3, die Alpha 7 3, also die Basisvariante in der dritten Version. Und mittlerweile gibt es auch schon wieder eine Alpha 7 R 4. Also entweder Sony hat die Alpha 7S 3 vergessen oder es gibt irgendeinen guten Grund, warum das Ding bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht veröffentlicht wurde oder noch nicht produziert oder verkauft wird. Und der gute Grund ist wahrscheinlich die Sony Alpha 7 3. Denn sie kann vieles, was man für die 7S III erwartet hätte, tatsächlich so auch schon. Und das für einen vergleichsweise günstigen Preis. Lange Rede, kurzer Sinn, es gibt jetzt einfach eine Vollformatkamera für diesen Kanal, die ein super gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet, genauso wie die Produkte, die ich euch auch eben vorgestellt habe oder von denen ich eben erzählt habe. Das ist bei denen nicht anders. Das heißt, die Sony Alpha 6300, die kommt jetzt weg, die hat gute Dienste geleistet, und jetzt kommt die Sony Alpha 7 III. Hund, halt mal. So, und ich dachte mir, die packen wir einfach mal aus. Die hat so ein paar Punkte, die sie echt wirklich interessant machen im Vergleich zu Sony Alpha 6300. Das Wichtigste habe ich eben schon gesagt, und zwar ist es der Vollformatsensor. Und jetzt fällt natürlich eine Sache direkt auf, und zwar ist das, was hier drin ist, erstens nicht mehr so ordentlich zusammengepackt, wie das eigentlich mal hätte sein sollen. Und zweitens ist da ein bisschen mehr drin, als da ursprünglich mal drin war. Und das liegt ganz einfach daran, dass ich mir die Kamera gebraucht gekauft habe. Und ich schaue mich dann quasi immer so ein bisschen nach den Jahreswagen um, die eigentlich noch nicht so wahnsinnig viel benutzt wurden und trotzdem halt eben ein gutes Stück günstiger sind. Also UVP für diese Kamera ist, glaube ich, 2300 Euro ungefähr gewesen. Mittlerweile ist sie ein gutes Stück günstiger. Und die jetzt dazu halt eben auch noch gebraucht, gab es für 1600 Euro ungefähr. Das heißt, hier sind jetzt ein paar Sachen drin, die so bei der normalen Kamera nicht mit dabei wären. Zum Beispiel ein Ladegerät für die Akkus. Wahnsinnig hilfreich. War auch bei der gebraucht gekauften Sony Alpha 6300 mit dabei. Gut, irgendwelche Stromkabel interessiert uns jetzt nicht weiter. Ein bisschen was zu lesen, ist uns auch egal. Und dann sieht man hier schon, das sind die Akkus. Ihr könnt es wahrscheinlich jetzt gerade gar nicht so gut erkennen, aber diese Akkus sind im Vergleich zu den alten Sony-Akkus deutlich größer. Weil das war so immer mit so der größte Knackpunkt an den Sony-Kameras. Die Akkus waren echt schlecht. Und gerade wenn man 4K aufnehmen wollte, waren die Dinger so wahnsinnig schnell leer, dass man damit nicht wirklich viel anfangen konnte. Nach 30 Minuten hört die Kamera sowieso immer auf. Die Sony Alpha 6300, auch ein riesen Nachteil, ist nach 25 bzw. 30 Minuten 4K am Stück aufnehmen meist so heiß, dass sie sich von alleine ausschaltet. Ihr könnt euch vorstellen, dass das nicht ganz so cool ist für die Aero News Folgen. Gerade wenn ich mich 12-mal verhaspel, bevor ich irgendeinen Satz gerade rauskriege. Und dann nach 45 bis 50 Minuten war eben so ein Akku leer bei 4K-Aufnahmen. Und das wird bei den Akkus eben nicht so sein. Die sollen deutlich besser sein als diese kleinen Akkus und dann eben dafür sorgen, dass 4K-Aufnahmen vielleicht jetzt auch mal ein gutes Stück über eine Stunde am Stück laufen können. So, und da ist die Kamera. Sony Alpha 7 Reihe. Die Dinger sehen fast immer exakt gleich aus, haben fast immer exakt die gleichen Abmessungen, haben immer das exakt gleich beschissene Klappdisplay, das man nicht so umklappen kann wie die schönen Canon-Klappdisplays, sodass man sich auch tatsächlich von vorne einfach mal selber sehen könnte. Das wird Sony wahrscheinlich nie hinbekommen. Ansonsten, es ist einfach eine Sony-Kamera. Alles sieht so aus, wie es bei Sony nun mal aussieht. Es sind ein paar mehr Knöpfe dran als bei der Alpha 6300. Aber von den Funktionen her ist sie tatsächlich ziemlich identisch. Die hat ebenfalls dieses 6K Downsampling auf 4K Auflösung, wird eine ähnliche Schärfe bieten, wird eine ähnliche Bildqualität bieten,
bietet aber durch den Vollformatsensor, was bedeutet, dass hier einfach ein deutlich größerer Sensor drin ist als in der Alpha 6300, ein etwas anderes Bild. Das können wir uns vielleicht gleich schon mal anschauen. Und deutlich bessere Lowlight-Performance oder sowas, aber das ist für mich tatsächlich gar nicht so wahnsinnig interessant. Und wahrscheinlich ist es am besten, wenn wir die Sony Alpha 6300 jetzt direkt mal ablösen und durch die Sony Alpha 7 III ersetzen. Bis gleich. So, das sollte funktionieren, oder nicht? Und damit soll es das für heute tatsächlich auch schon wieder gewesen sein. Das ist jetzt also unsere neue Kamera. Ich probiere jetzt mal ein bisschen damit aus. Ich probiere vielleicht auch mal ein bisschen, was wir sonst noch so an dem Setup verändern können. Ich warte theoretisch immer noch darauf, dass wir irgendwann mal umziehen. Dann wird AeroNews Germany, wird der YouTube-Kanal auf jeden Fall ein ganz eigenes Zimmer bekommen. Und dann bin ich auch sehr gespannt auf eure Vorschläge, auf eure Ideen dazu, was wir da alles machen können. Aber die Kamera war jetzt auf jeden Fall wieder ein Step in die richtige Richtung, glaube ich. Ein bisschen mehr Qualität auf diesem Kanal. Ich hoffe, euch gefällt das. Ein großes Dankeschön geht dabei jetzt natürlich raus an die ganzen Patreons, die fleißig dafür sorgen, dass genau diese Dinge funktionieren können, damit ich mir genau diese Dinge für den Kanal besorgen kann. Es waren jetzt erstmals, ich will da auch gar nicht groß drüber erzählen, aber es waren jetzt erstmals über 100 Patreons, die in einem Monat diesen Kanal unterstützt haben. Vielen lieben Dank dafür. Und dann geht noch ein Dankeschön raus an Jan. Mit Jan kann ich ab und zu mal ein interessantes Gespräch führen über genau solche Themen, Kameras oder Schnittprogramme und alles drum und dran, alles was so dazugehört. Der ist da einfach ein kreativer Kopf, hat einfach ein bisschen mehr Ahnung von der ganzen Thematik, weil er sich eben selber sehr viel damit beschäftigt. Ich packe euch mal den Instagram-Kanal von Jan in die Beschreibung, beziehungsweise schreibe euch hier den Namen davon rein, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Das ist der Kollege, mit dem ich mich gerne mal über das Thema Kameras unterhalte. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem ganz normalen neuen Video wieder. Bis dann, lasst es euch gut gehen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und ich wünsche euch noch einen ganz entspannten Abend. Und tschüss.